Hallo und willkommen. Wenn ihr herausfinden wollt, wie man aus einem Kühlschrank den Kompressor rausbekommt und was sonst noch drin ist, bleibt dran. Wir finden es zusammen raus. Dieses Video ist wieder eine reine Zerlegeanleitung, also kein Reparaturvideo und auch kein Tutorial für Reparaturen. Natürlich vergewissert man sich vorher, dass keine Spannung anliegt. Ich habe euch die Belegung vorm Abklemmen einmal eingeblendet, ebenfalls den Schaltplan vom Gerät. Kommen wir nun zum eigentlich gefährlichen Teil, zum R600A. Was passiert, wenn wir mit Stichsäge, Winkelschleifer oder Säbelzahnsäge die Leitung kappen würden? Die Chance für einen der seltenen Darwin Awards wäre sehr hoch. R600A ist per Definition Isobutangas, zu finden im Sicherheitsdatenblatt, dieses auch mit einer Konzentration von 100%. Wahrscheinlich füllen die Hersteller noch etwas Schmieröl für den Kompressor hinzu. Würde man hier jetzt einfach einschneiden, wäre das so wie wenn man mit dem Winkelschleifer eine Gasflasche aufmacht. Nicht unbedingt die beste Idee. Wenn ihr den Kreislauf öffnen wollt oder müsst, klemmt mit einer Zange 2-3 Mal die Leitung ein, damit der Druck langsam entweichen kann, und schneidet ihn dann mit einem großen Seitenschneider oder einer Blechschere auf. Der Rest vom Video behandelt jetzt das komplette Zerlegen vom Kühlschrank. Wer sich nur für den Kompressor interessiert oder wie man ihn zerlegt, was drin ist, dieses gibt es in einem anderen Video. Was im Innenraum übrig bleibt, ist die Schaltereinheit. Hier sieht man das Kapillarrohr mit Temperaturfühler, einmal die Glühlampe für die Beleuchtung und das Starterrelais vom Kompressor. Da die Neugier getrieben hat, wurde dann der Rest vom Kühlschrank auch noch zerlegt. Wer um alles in der Welt hätte schon erwartet, dass die einfach nur aus Bauschaum besteht. Oder höflicher ausgedrückt Montageschaum natürlich. Jedes Teil, was hier gelöst wurde, war komplett flächig und vollständig verklebt mit Montageschaum. Daher war das Lösen vergleichsweise auch echt anstrengend und richtig zeitraubend.
Die Leitungen, die vom Kompressor durchs Gehäuse führen, finden sich an den Seitenwänden. Die wurden dann ebenfalls noch ausgelöst, was eine richtige Sauerei war. Das Endresultat von dem Ganzen waren dann 0,8 Kilo feinstes Kupfer, wobei Kupfer hier übertrieben ist, es handelt sich um verkupferte Stahlleitungen. Ja, richtig, es ist kein Kupfer in den Leitungen drin. Mit dieser herben Enttäuschung verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen, schaut gerne wieder rein und abonniert den Kanal.